Ich befürchte, dass die Masse der Menschen das bei weitem nicht so tragisch empfunden hat, wie es sein müsste. Unser Leben beginnt aufzuhören an dem Tag, an dem wir über wichtige Dinge Stillschweigen bewahren. Alles, was die Tyrannei braucht, um zu bestehen, sind gute Menschen, die still bleiben. Es gibt keine Woche, keinen Tag, keine Stunde, in der Tyrannei nicht unser Land befällt. Wenn die Menschen ihre Härte und den Geist des Widerstands verlieren. Wir müssen heute mehr denn je Zivilcourage zeigen. Egal ob im Stadion, am Stammtisch, der Straßenbahn oder in der Schule. Damit wir immer wieder aufs Neue unsere demokratische Gesellschaft stärken. Es ist die Vielfalt, die uns als offene Demokratie ausmacht. Sie darf sich nicht verstecken oder ungehört verhallen. Wir feiern den politischen Widerstand beim Fest der Freude, laut und selbstbewusst, in einem offenen und demokratischen Österreich, im Herzen eines geeinten Europas. Als ich in den Untergrund ging, wusste ich, dass es ums Leben geht. Widerstand ist nicht gleich Widerstand. Das Aufstehen gegen Ungerechtigkeiten ist das Fundament einer jeden aufgeklärten Gesellschaft. Doch gerade in der jetzigen Zeit sehen wir immer wieder Mobilisierungen gegen vermeintliche und oftmals erfundene Bedrohungen. Getragen werden diese häufig von einem Unterfutter an Antisemitismus und Wissenschaftsfeindlichkeit. Damit wird ein unkritisches Weltbild befeuert, welches Diskriminierungen und Gegenaufklärung erst ermöglicht. Es ist und bleibt daher oberste Aufgabe der Gesellschaft und der Politik, vor allem in jungen Menschen, einen kritischen Geist zu fördern und zu fordern. Nur dadurch kann gewährleistet werden, dass sich in Zukunft Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung nicht mehr unter dem Deckmantel des politischen Widerstands verbreiten können. Mit dem ersten Glied ist die Kette geschmiedet. Wenn die erste Rede zensiert, der erste Gedanke verboten, die erste Freiheit verweigert wird, dann sind wir alle unwiderruflich gefesselt. Die Nationalsozialisten hatten die willkürlichsten Gründe, Menschen wegen politischen Widerstands zu verfolgen, zu inhaftieren oder zu ermorden. Darunter fielen einerseits Menschen, die organisiert in Gruppen zivilen Mut zeigten, und andererseits waren es Menschen, die einfach nur einen politischen Witz erzählten oder Anweisungen nicht befolgten oder einfach Meinungen äußerten, die im Nazi-Terrorregime nicht erwünscht waren. Heute feiern wir beim Fest der Freude die Befreiung vom Nazi-Terror. Gleichzeitig ist es aber unsere Pflicht, heute hinzuschauen, wenn Menschen, die sich für Freiheit, für Demokratie oder für Menschenrechte einsetzen, eingesperrt werden und um ihr Leben fürchten müssen. Wir sind es, die heute Zivilcourage zeigen müssen. Ich kannte viele früh gewelkte Frauen, von Schrecken, Furcht, Entsetzen ausgeglüht. Des Leidens Keilschrift sah ich eingehauen auf Stirn und Wangen, die noch kaum geblüht. Ich befürchte, dass die Masse der Menschen das bei weitem nicht so tragisch empfunden hat, wie es sein müsste. So ein herrlicher Tag, und ich soll gehen. Aber was liegt an unserem Leben, wenn wir es damit schaffen, Tausende von Menschen aufzurütteln und wachzurütteln? Also politischer Widerstand hat heute zwei Beine, wenn man so sagen kann. Das eine ist natürlich, dass es niemals vergessen heißt, was der Nationalsozialismus in der Shoah, aber auch in der politischen Verfolgung für furchtbare Wirkung erzielt hat. Das ist etwas, was man nie wegreden sollte, nie vergessen sollte, immer wieder auch daran erinnern,
dass es tunlichst nicht mehr passiert. Aber das zweite Bein ist der Kampf um die Demokratie. Wenn man heute bestimmte Ereignisse sich auch in Österreich, aber auch international anschaut, was es hier an Hass, nicht nur im Netz, auch direkt, an Angriff, physischen Angriffen auf Menschen anderer Hautfarbe, anderer Religion, anderer sexueller Orientierung, was es hier letztendlich auch wieder in unserem Land gibt, dann ist es, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die Demokratie zu verteidigen, wehrhaft zu sein, auch in der Demokratie, gegen diese Angriffe auf die Demokratie. Und das ist letztendlich unsere Aufgabe heute, sei es von den etwas Älteren wie ich, aber vor allem auch von den Jungen. Zivilcourage auftreten gegen demokratiefeindliche, rassistische, antisemitische Bestrebungen, die wir immer wieder auch beobachten. Alle sind uns willkommen, die mit uns gemeinsam gegen die erstarkenden Kräfte des Faschismus auftreten wollen. Der Kampf, den wir führen, ist ein Kampf, der nie zu Ende geht. Man muss selbst etwas machen, um keine Schuld zu haben. Dazu brauchen wir einen harten Geist und ein weiches Herz. Wir haben alle unsere Maßstäbe in uns selbst, nur suchen wir sie zu wenig. Je mehr Bürger mit Zivilcourage ein Land hat, desto weniger Helden wird es einmal brauchen. Mut, Auftrag, Stärke, Selbstlosigkeit, Gemeinschaft, Bonhoeffer, Friede, Resilienz, Demokratie, Wirkmacht, Ausdauer, Werte, Aktualität, Vorbild, Solidarität, Verantwortung. Stell dir vor, auf der Eisenbahnstrecke Wien-Paris liegt an den Schienen eng aneinander gepresst ein Mensch neben dem anderen, den Kopf auf der Schiene. Und am anderen Schienenstrang liegt ebenfalls eng aneinander gepresst ein Mensch neben dem anderen, den Kopf auf der Schiene. Und stell dir vor, du sitzt im Zug und fährst von Wien nach Paris und unter dir über den Schienen die Köpfe der Leute. Du fährst 15 Stunden und jede Sekunde überrollt der Zug ein paar Köpfe. Von Wien nach Paris 1400 Kilometer, 15 Stunden lang. So viele Menschen wurden in den KZs des Dritten Reichs getötet. Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. When injustice becomes justice, resistance becomes a duty. Quand l'injustice devient loi, la résistance devient un devoir. Когда несправедливость становится правом, сопротивление становится долгом. Das größte Übel, das wir unseren Mitmenschen antun können, ist nicht, sie zu hassen, sondern ihnen gegenüber gleichgültig zu sein. Das ist die absolute Unmenschlichkeit.